Es geht um die Übung Nummer 3 und da soll in der ersten Teilaufgabe festgestellt werden, welche Winkel sind denn Scheitelwinkel und welche sind Nebenwinkel. Fangen wir an mit den Scheitelwinkeln. Wir fangen an mit Alpha. Alpha gegenüber liegt Gamma. Also sind Alpha und Gamma Scheitelwinkel. Wir nehmen Beta. Beta gegenüber liegt Delta. Also sind Beta und Delta Scheitelwinkel. Nebenwinkelpaare gibt es jetzt hier 4 Stück. Alpha und Beta sind zusammen 180 Grad, also sind die beiden Nebenwinkel. Beta und Gamma sind 180 Grad, also sind die Nebenwinkel. Dann Gamma und Delta sind zusammen 180 Grad, also Nebenwinkel. Und zu guter Letzt Delta und Alpha zusammen 180 Grad, also Nebenwinkel. Wir schauen auf die Teilaufgabe B. Jetzt ist jeweils vorgegeben eine Winkelgröße und wir sollen die anderen drei dazu bestimmen. In der ersten Teilaufgabe ist vorgegeben, Alpha sind 42 Grad. Also Alpha 42 Grad heißt, Gamma sind auch 42 Grad, weil die beiden Scheitelwinkel sind. Jetzt kann ich Beta rausbekommen. Und zwar weiß ich, dass Alpha und Beta zusammen Nebenwinkel sind, also 180 Grad. Und deswegen kann ich Beta rauskriegen, indem ich 180 Grad minus Alpha rechne. Und Alpha sind 42 Grad, also 180 Grad minus 42 Grad. Und wir kommen raus bei 138 Grad. Und weil nun Beta und Delta Scheitelwinkel sind, ist Delta auch 138 Grad. Zweite Aufgabe. Hier ist jetzt vorgegeben, dass Delta 92 Grad ist, also Delta 92 Grad heißt, ich kann Beta einfach ablesen oder angeben. Das sind nämlich wieder Scheitelwinkel und deswegen ist Beta auch 92 Grad. Ich mache weiter. Delta und Alpha zusammen sind 180 Grad, also weiß ich 180 Grad minus Delta, also 180 Grad minus 92 Grad, ja, sind 88 Grad. Und weil Alpha und Gamma Scheitelwinkel sind, ist Gamma auch 88 Grad. Jetzt ist vorgegeben Gamma 23 Grad. Gamma 23 Grad heißt, Alpha sind auch 23 Grad, weil es Scheitelwinkel sind. Gamma und Beta zusammen sind 180 Grad, also nehme ich ist Beta 180 Grad minus Gamma. Gamma sind 23 Grad, also kommen wir bei Beta raus bei 157 Grad. Und weil Beta und Delta wieder Scheitelwinkel sind, ist Delta auch 157 Grad groß. Letzte Aufgabe, für Beta ist vorgegeben 176 Grad. Beta und Delta aufgrund der Scheitelwinkel sind die gleich groß. Und Alpha und Beta sind jetzt zum Beispiel zusammen 180 Grad groß, also ist Alpha 180 Grad minus 176 Grad und das sind 4 Grad. Und weil Alpha und Gamma Scheitelwinkel sind, ist Gamma auch 4 Grad.